Moin Leute, hier ist wieder euer Dennis von LottiCards. Heute mit einer neuen Episode von Breaking News. Ja, ihr kennt's, Breaking News heißt leider bei uns leider nie die besten News. Und so ist es leider auch heute. Wir haben erfahren, dass wir extrem zugeteilt werden bei den SM 7.5 Pin-Kollektionen. Majestät der Drachen, Latios und Latias, ja. Und kriegen nur 25% unserer zugeteilten oder bestellten Menge. Wir haben natürlich schon fleißig vorverkauft. Ihr habt fleißig bestellt, was ja eigentlich auch gut ist. Aber in dem Fall ja, können wir diese Vorbestellung nicht erfüllen. Es ist leider so, ich sag's ganz ehrlich, es wird auch andere große Händler betreffen. Denn das Problem hat jeder, der vorbestellt hat oder größere Mengen vorbestellt hat. Und wir sind jetzt gerade dabei, das rückabzuwickeln. Wir werden heute alle Kunden anschreiben, die das betrifft. Und als Alternative noch anbieten, die Top-Trainer-Box zu bestellen, denn laut Amigo wird es da wohl nicht zu Allokationen kommen, was ja schon mal gut ist. Ja, ich meine, es ist traurig genug, dass es bei der Box zu Allokationen kommt, aber ja, manchmal ist es so, Amigo hat die Nachfrage falsch eingeschätzt. Auch wir wurden von der Nachfrage etwas überrascht. Es ist echt überwältigend viel bestellt worden und jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze handeln. Ja? Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht böse. Wir stecken da auch nicht drin. Wir bestellen die Mengen nicht für Amigo. Wir können selber nur bestellen, Mengen abgeben und das frühzeitig. Das haben wir gemacht. Trotzdem kriegen wir es nicht. Ja, ist eine scheiß Situation für alle. Und wir können eigentlich nur das Beste draus machen. Ja, so viel zu den Breaking News zum Thema SM 7.5, Majestät der Drachen, Pin-Kollektionen, Latios und Latias. Euer Dennis von LottiCards.